Unsere Reise an der Costa de la Luz geht weiter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben in Cadiz angefangen und sind ein bisschen ins Hinterland gefahren, haben uns Beher angeschaut und Arcos de la Frontera. Und ja, jetzt schauen wir uns das südliche Costa de la Luz an, nämlich es geht nach Tarifa. Bevor es aber nach Tarifa runtergeht, machen wir noch einen Stopp in Bologna. Ja, ich habe richtig gehört, Bologna, aber nicht Italien. Es gibt nämlich hier auch einen Ort, der heißt Bologna. Und ja, da werden wir uns auf jeden Fall nochmal den Ort anschauen. Und dann gibt es noch zwischen Bologna und Tarifa eine seltene Tierart, die man hier vielleicht nachts spotten kann. Mal gucken, ob wir die vor die Linse bekommen. Bleibt gespannt, wir sind es auf jeden Fall. Wir haben uns schon Köder besorgt. Und ja, mal schauen, wie das Tier angelockt wird, ob das funktioniert. Und wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und ja, viel Spaß beim Schauen. Beim Schauen. Viel Spaß beim Schauen. Wir sind angekommen und machen auch gleich Kaffee für uns und für die Nachbarn. Aber bevor die rüberkommen, möchten wir euch den Sponsor des heutigen Videos vorstellen. Und zwar ist das Bruna de Label. Nachhaltigkeit bei Klamotten oder bei Essen ist ja schon ein großes Thema. Aber habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht über nachhaltigen Schmuck? Wir tragen Schmuck, der zu 100% aus recyceltem Gold und Silber besteht. Und dieser wird auch handgefertigt in zwei familiengeführten Manufakturen. Ja, bezahlbaren und nachhaltigen Schmuck tragen, das geht bei Bruna de Label. Möchtest du mehr Infos dazu haben oder möchtest du auch gerne verschenken, dann guck doch in unsere Videobeschreibung rein. Genau, da findest du alle weiteren Infos. Und ich kann euch sagen, es gibt nicht nur schönen Schmuck für Mädels, sondern ich habe auch was Schönes gefunden. Ich würde mal sagen, jetzt packen wir es an und machen uns Kaffee und dann geht es auch schon raus an den Strand, denn es ist hier wunderschön. Aber das seht ihr gleich. Sofort, jetzt machen wir hier den. Eins nach dem anderen hier. Sorry. Die ganzen Leute hier im Café Toscano, die sind ja verrückt. Ständig ruft einer, hast du dies, hast du das? Choc-Güzel. Choc-Güzel, lang nicht mehr gehört. Danke, dass du sagst. Choc-Güzel könnte man viel öfter droppen, ja, einfach so, oder? Mein Gott, ist das Choc-Güzel hier. Ja, finde ich voll geil. Ja, hier sind wir jetzt angekommen, am Strand von Bologna. Ist auf jeden Fall mega der schöne Ort. Und ja, schaut mal, wir haben gerade Kaffee getrunken mit Blick auf Afrika. Also hier vorne liegt die Stadt Tanger. Und das alles hinten ist die afrikanische Küste. Richtig krass, dass wir hier so weit gucken können. Und da vorne ist Nusa. Spielt schön. Und irgendwo da vorne, da ist eine Sanddüne und da gibt es auch noch Ausgrabungsstätten. Und zwar eine der besterhaltensten römischen Siedlungen hier in Spanien. Bin ich mal gespannt. Ich laufe da jetzt schon mal hin und die anderen, die kommen gleich nach. Die interessieren sich nämlich nicht so für Geschichte. Falls ihr euch auch nicht so für Geschichte interessiert, dann spult einfach mal ein paar Sekunden vor und dann sehen wir uns gleich beim Sonnenuntergang auf den Sanddünen. Ja, ich stehe hier vor dieser alten, antiken, römischen Stadt bei Leo Claudia und ja, man glaubt es kaum, aber leider ist das Ding hier geschlossen. Also ich komme nicht in dieses Gelände hier rein und finde ich ein bisschen schade. Es sieht auf jeden Fall sehr schön aus, sogar mit einem Amphitheater. Ich glaube, ich lasse jetzt mal die Drohne starten und dann gucken wir uns das alle mal von oben an. Bin mal gespannt, wie das von oben aussieht. Thank you.
Uschilein. Ja, wo bist du denn die ganze Zeit? Weißt du, wer gleich kommt? Guck mal, da vorne kommt Fiete und Maya. Ja, da vorne ist Fiete. Fiete ist da vorne. Guck mal, da ist Fiete. Geh zu Fiete. Hopp. Komm, geh zu Fiete. Ja, geh. Traut sich noch nicht so ganz. Wir gehen jetzt aber auf die Düne da hoch. Und das ist die einzige bewegliche oder die einzige Wanderdüne Andalusiens. Finde ich mega spannend. Man hat jetzt auch gerade von oben schon gesehen, wie die Düne sich da immer weiter in den Pinienwald hineinfrisst. Der Wind bringt die Sandkörner immer weiter nach oben und gibt eine richtig schöne Form. Nachteil dabei ist, dass es leider den drumherum liegenden Pinienwald ein bisschen auffrisst. Also hier außenrum ist ein riesengroßer Pinienwald und genau hier ist so eine Sandschneise. Ja, aber da kann ja niemand was für. Ist trotzdem ein sehr wunderschönes Naturspektakel. Ich weiß nicht, ob wir es bis ganz nach oben schaffen, weil das ist doch noch ein Stück. Es sieht gar nicht so weit aus, aber es ist ein riesengroßes Stück bis ganz nach oben. Wir werden jetzt den Sonnenuntergang genießen und können euch Bologna hier in Spanien und nicht in Italien sehr ans Herz legen. Einen schönen Stellplatz direkt am Meer. Es gibt eine alte römische Siedlung, die man besichtigen kann, und diese Sanddüne und nebenbei auch noch einen wunderschönen Strand. Ja, dann gucken wir uns den Sonnenuntergang an und ey, Fiete, du bist ja da! Und morgen geht es dann weiter Richtung Tarifa. So, Schatz, fährst du uns heute? Ja. Dann halte ich schon mal Ausschau nach hier? Diesen Tieren und nach einem guten Platz, wo man halten kann. It's Schlüssel. So gold, so gold. Ja, je näher wir Tarifa kommen, desto voller wird das hier auch mit den Stellplätzen. Also wir standen jetzt die letzten Wochen ja fast nie alleine, außer im Landesinneren. Und jetzt sind wir so 15 Kilometer von Tarifa entfernt und ja, fahren jetzt nochmal auf den Platz, wo wir ein bisschen mehr für uns sind, damit ich da auf die Jagd gehen kann und schaut mal, wie es hier aussieht. Richtig viele Wohnmobile, direkt am Strand. Also es ist noch ein anderer Wohnmobilplatz, wo wir noch vor ein paar Tagen waren. Wir haben jetzt zwischenzeitlich gewechselt. Schaut mal, was hier für LKWs stehen. Richtig krass. Ein ganzer Linienbus, voll ausgebaut. Voll heftig. Und hier geht es gerade weiter auf der anderen Seite. Und hier stehen vier Holländer mit LKWs und die haben heute gestern Abend richtig Party gemacht. Ja, mal einen kostenfreien Stellplatz am Meer mit DJ. Wussten wir gar nicht, dass wir das gebucht haben. Haben halt irgendwie neben dem DJ-Pult geparkt, also es hat schon dolle vibriert. Aber wir haben trotzdem gut geschlafen, irgendwann war die Musik dann aus. Ne? Und was sagen Sie dazu, Frau Nussi? Gar nichts, ne? Sehr diplomatisch. Thank you.
Okay. Drück mir die Daumen. Nusa will gerne Okay, drück mir die Daumen. Ja, viel Spaß. Mua. Bin mal gespannt, dass ich was vor die Linse kriege. Ich Neumond vor die Linse bekommst. Ohne Mond. Ich Neumond. Ich Neumond heißt ich das. Ich Neumond. Ich Neumond, genau. Ja, ich gehe jetzt nämlich auf die Jagd nach einem Ich Neumond. Ja, und zwar sind Ich Neumonds tagaktive Säugetiere. Und das Besondere ist, die leben eigentlich nur in Afrika. Aber auf dem europäischen Kontinent, hier in Andalusien und teilweise auch in Portugal. Ja, man bezeichnet die auch als Pharaonenratte. Und früher waren die sogar heilig, weil die sehr gut Schlangen und Ratten aufgespürt und zerstört haben. Und das Besondere bei den Ich-Neumonds ist, dass sie gegen Schlangengift immun sind. Ja, das ist schon eine ziemlich coole Superkraft, finde ich. Ja, und die gibt's halt hier. Und ich setze mich da jetzt gleich mal hin. Die leben hier so im Unterholz und schaue mir mal an, ob ich eins erwische. Sehen aus wie so eine richtig groß gewachsene Katze. Also halten wir mal Ausschau. Boah, das wäre so krass, wenn ich einen Ich-Neumond sehe. Ich habe sowas ja noch nie gemacht. Ich weiß auch gar nicht, wo ich mich genau hinsetzen soll, um Ausschau zu halten. Aber die leben im Unterholz. Und hier in so einem Pinienwald ist es, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Ich habe jetzt hier so eine... Ich glaube, das ist ein guter Ort hier. Ich habe jetzt hier so eine Aussichtsplattform gefunden. Kann ich mich hier vorne auf die Wurzel setzen. Und dann kann ich das alles hier schön überblicken. Jetzt müssen wir leise sein. Leider nichts zum Anlocken dabei. Ich nehme uns Essen so Aas und Insekten. Aber auch Eier. Eier hätte ich mitnehmen können. Verdammt. Sogar eins dabei gehabt. Aber ich habe jetzt nichts dabei, also müssen wir jetzt ruhig sein. Und beobachten. Leute, sagen wir mal so, wie es ist. Ich habe leider kein Glück gehabt. Schade, ich habe mich echt gefreut, Ich Neumonds zu sehen, aber ich habe echt, vielleicht an der falschen Stelle gesessen. Aber eigentlich war die ganz gut, weil es war viel Unterholz da, es war ruhig abseits der Wege. Vielleicht habe ich einfach kein Glück gehabt. Aber es hat trotzdem richtig Spaß gemacht. Ich saß ganz ruhig da. Hab mich lange nicht bewegt und nur auf die Geräusche geachtet. Vögel, Bienen und vieles gehört, aber keine Ich-Neumonds gesehen. Vielleicht sind die ja trotzdem irgendwo da gewesen. Ich hatte das Gefühl, ist gar nicht mal so eine schlechte Stelle. Aber wir sind ja noch ein paar Wochen in Andalusien. Und dann versuche ich es einfach ein andermal an einer anderen Stelle. Wir fahren jetzt nach Tarifa. Wir werden jetzt noch mal kurz uns die Stadt anschauen. Und aber wenn es da in der Stadt, da gibt es nämlich einen Parkplatz, der nennt sich die Landebahn. Ist ein bisschen außerhalb von Tarifa und das sind 2 Kilometer und da stehen angeblich Van an Van. Vielleicht stellen wir uns ja dahin und ansonsten kommen wir halt einfach wieder hierher zurück. Hier stehen wir nämlich ein bisschen außerhalb von Tarifa, das sind so 20 Minuten und können dann hier direkt am Pinienwald mit Blick aufs Meer die nächsten Tage verbringen. Mal schauen, jetzt gehe ich erstmal zurück zum Melli. Und dann geht's nach Tarifa. Wir stehen hier auf einem Campingplatz in Tarifa. Der ist bewacht und man kann hier übernachten. Wir zahlen hier 8 Euro. Ich glaube aber nicht, dass wir hier übernachten. Aber zumindest ist das Auto bewacht und wir können hier Wasser ablassen und auffüllen. Und auch Müll wegschmeißen. Aber das geht ja hier in Spanien überall.
super einfach und schon mal viel besser als in Sardinien. Ja, und jetzt schauen wir uns mal Tarifa an. Ja, Leute, wir sind in Tarifa. Das ist bekannt dafür, dass es der südlichste Punkt von Festlandeuropa ist und auch die Windhauptstadt ist. Und wir haben heute, so würde ich mal sagen, auf jeden Fall gutes Wetter, aber auch ordentlich viel Wind. Also es bläst hier richtig dolle rüber. Jetzt können wir aber leider nicht hier rüber gehen, weil ein Tor versperrt uns hier halt den Durchgang. Ansonsten wären wir noch mal ein paar Kilometer weiter gelaufen. Auf jeden Fall ist dieser Teil nur 14 Kilometer von Marokko entfernt. Also es liegt richtig nah beieinander und die Straße von Gibraltar trennt Europa und Afrika. Ja, es ist auf jeden Fall eine starke Strömung hier. Das sieht man auch, wenn man aufs Meer guckt. Es ist richtig krass, was es da für eine Unterwasserwelt gibt. Da komme ich heute jetzt auch nicht hin. Aber es gibt hier wohl anscheinend Delfine und auch ganz viele Walarten. Ja, total spannend. Tarifa ist richtig klein und ja, ich würde mal sagen, wir laufen mal wieder zurück zur Stadt und gucken uns mal die Altstadt an. Das Wasser sieht ja eigentlich einladend aus zum Baden, aber ich glaube, es wird kalt. Ja, aber schnell trocken. Da würde ich mich nicht reintrauen. Aber es sieht schon richtig schön aus. Und was sagst du, willst du jetzt ins Wasser? Ja, tatsächlich sind hier richtig viele im Wasser. Hätte ich was dabei, würde ich mich vielleicht sogar trauen. Hier ist es nicht mehr so windig. Und schau mal, wie schön das Wasser ist. Ja, ist echt ein Traum. In Tarifa überwintern jetzt auch mittlerweile richtig viele Camper. Auf dem Weg hierher haben wir nur deutsche Camper getroffen. Und früher war die Stadt halt auch dafür bekannt, dass viele Siedler hier von Tarifa aus in die neue Welt gesegelt sind. Oder ja, gesegelt wurden, besser gesagt. In ein neues Abenteuer, in ein neues Leben. Und das hat die Stadtbevölkerung natürlich stark schrumpfen lassen. Heute ist Tarifa ein richtig kleiner Ort. Es fahren immer Autos vorbei, wenn ich vlogge. Immer fahren Autos vorbei, wenn ich vlogge. Naja, auf jeden Fall ist das richtig klein hier. Es gibt einmal dieses Castillo, der Guzman. Und da kann man reingehen, aber ist mit Hund nicht erlaubt. Ansonsten kostet das 4 Euro Eintritt und ist eine Sehenswürdigkeit hier von Tarifa. Wir sind aber gerade auf dem Weg in die Altstadt und wollen uns die angucken. Deswegen lassen wir die Burg aus. 1, 2, 3, 4. No sleep, my veins run dry, I'm empty. Da wäre ich jetzt gerne reingegangen, aber wir sind ja wieder hier. Siesta, wie immer, an der Siesta unterwegs. Sag mal, an der Siesta? Nein, auf jeden Fall. Ist alles jetzt geschlossen, aber es macht nichts. Sparen wir ein bisschen Geld für unser Tiny House. Ja, und Schlendern macht ja auch so Spaß, ne? Das stimmt. Und Platz haben wir auch nicht im Van. Brauchen wir nicht. Oh, aber da ist ein offenes Schäftchen. Oh, Gefahr. Alarm. Wir werden wahrscheinlich mindestens noch einmal sowieso hierher kommen, dann nicht zur Siesta, weil wir müssen zu dem DHL-Shop dahin oder zu dieser Ferreteria, da kommen nämlich Pakete an. Und nebendran ist zufälligerweise gerade doch was offen. Ich glaube, ich guck da mal rein. Ich schlendere da mal rein.
I could, I'd leave the city too. I don't blame you. And I should call you, see what you've been up to. I've been. Ja, also hier gefällt mir das schon mal richtig gut, weil hier ist klein, aber es gibt richtig schöne Restaurants und Cafés, sieht alles so hübsch aus und ich glaube, man kann hier auch gut ausgehen. Ja, gefällt mir sehr gut. Also müssen wir nicht nur wegen dem Paket nochmal herkommen? Nein, ich glaube, vielleicht mal abends was essen gehen, vielleicht einen kleinen Cocktail trinken gehen. Oh, Tapas essen. Haben wir noch nicht gemacht, seitdem wir in Spanien sind. Auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall richtig schön hier, würde ich sagen. Es hat uns sehr gut gefallen. Wir hoffen, euch hat das Video auch gut gefallen. Wir haben gerade noch erfahren, dass man von hier auch eine Tagestour nach Tanger machen kann. Die gegenüberliegende Stadt in Marokko. Weiß nicht, vielleicht kommt das ja mal in Frage. Da müssen wir Nusa irgendwo lassen. Ja, wahrscheinlich. Das ist, ich glaube, das geht ohne diesen Titer-Test nicht. Das ist immer mit Hunden ein bisschen anders. Aber gut, ansonsten gucken wir halt rüber nach Tanger. Ist ja auch nicht so weit. Ich würde mal sagen, Daumen hoch, falls euch das Video gefallen hat und abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und dann würde ich immer sagen, wie immer, bleibt gesund und munter und achtet im Internet, wo ihr draufklickt. Ja. Bis zum nächsten Mal. Hi. Warum ist deine Stimme so tief oder hoch? Was sagt man denn dazu, wenn es so piepsig ist? Dann ist sie hoch. Okay. Ich weiß es nicht. Bist du aufgeregt? Nö. Nee. Willst du es nochmal drehen? Ja, dann ist jetzt vorbei. Okay, tschüss.